Hey liebe Jungs und Mädels, Freunde der digitalen Bildbearbeitung, Fotografie und des Bastelwahns. Herzlich willkommen auf meinem Videoblog, in dem wir versuchen, so viel wie möglich fotografische Probleme einfach kostengünstig und mit ein bisschen Humor zu betrachten und vor allem zu lösen. Das heißt, wenn wir irgendein Problem haben oder irgendwie was kaufen müssen, was teuer ist, versuchen wir es hier in diesem Blog erstmal selbst zu bauen und herauszufinden, ist es clever, dass man es selber baut, muss man es kaufen, gibt es eine andere Lösung, wie auch immer. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, ihr macht da extrem viel mit, denn all eure Kommentare unterhalb dieses Videos werden natürlich gelesen, werden angeschaut und werden vielleicht auch in eines der nächsten Videos mit eingebaut. Jetzt aber erstmal zum Intro, viel Spaß mit dem neuen Videoblog. In einem letzten Video, ich habe es am Schluss verlinkt, geht es darum, wie schaffe ich es, eben diese Blitzauslöser hier auf meinem Blitz selbst so zu montieren, dass sie nicht mehr runterfallen. Und da gab es etliche, auch sehr clevere Antworten für euch. Unter Umständen aber auch ein paar, wo man sich an den Hirn greift und sagt, warum bin ich nicht selbst auf diese einfache Idee gekommen? Ich darf zwei, drei vorstellen, bevor es heute um was anderes geht. Vorschlag Nummer 1, das Gummiband. Ich habe jetzt kein dickes, ja, aber es ist eigentlich ziemlich einfach, das ganze Teil hier einfach nur so drüber zu stülpen. Fertig. Ja klar, könnte man da Montagehalterungen bauen und Klettverschlüsse hinmontieren und wie auch immer, aber mir hat diese Idee eigentlich sehr gut gefallen und mit einem bisschen dickeren Gummiband hält das bestimmt auch richtig gut. Ich finde eigentlich diese Idee bislang eine der populärsten und besten. Was haben wir sonst noch? Ja, eine sehr lustige, die kennt ihr vielleicht, die kriegt man in jedem Baumarkt. Wäre auch eine Alternative, man kann die einfach hier rankleben. Denn diese Haken sind so gebaut, dass man hier mit dem Gegenteil des Blitzschuhs reinfahren kann. Und dann würden die auch halten. Das heißt, auch eine coole Idee. Ich habe mal geschaut, ob ich so ein Teil zu Hause habe. Und klar, es hat wirklich funktioniert. Wenn die aus Plastik sind, muss man sie halt ein bisschen zuschneiden. Aber Achtung, sobald die runden sind, kann man da total schnell mit dem Auge hängen bleiben. Und das will man nicht. Ja. Ja, das bleibt jetzt da oben. Gut, gibt es sonst noch eine Möglichkeit, ja? Und zwar im Blumenmarkt bzw. Lidl, Aldi gibt es jedes Jahr, kurz bevor eben hier die Gras- und Wachssaison beginnt, diese Klettbänder, mit denen man eigentlich sehr gut irgendwelche Bäume und irgendwelche Stämme und so montieren kann. Ich kaufe die immer, die sind sehr günstig, vor allem brauche ich die sehr gerne zum Kabel zusammenbinden. Sie haben hier einen kleinen Klett, der Rest ist sonst eben das Flauschband. Und auch die wären eigentlich perfekt für diese Art und Weise der Befestigung. Man muss das einfach nur hier irgendwie drüber machen. Ich habe das letztes Mal sehr gut schon hinbekommen. So, dann kann man das relativ gut hier befestigen. Und dann würde das hier mit einem Klettband auch drauf sein. Das ist einfach so eine Geschichte, ist es schön oder ist es nicht schön. Ich finde es cool, dass ich mir so ein paar Tipps und Tricks hier noch rausgehaut habe. Da gab es auch noch andere mit von wegen hier auf diese Platte einen Magneten montieren oder auf den hier Magneten montieren. Hier auf unseren Blitzauslöser zum Beispiel einfach nur eine Beilagscheibe draufkleben und klebt dieser Magnet mit der Beilagscheibe zusammen. Auch das eine sehr, sehr gute Idee. Andere haben im Blitzstativ Schuh hier drinnen, also eigentlich im Stativständerzapfen hier, da einfach noch eine Öse reingemacht, wo dann wiederum so ein Aufsteckblitzteil dran gesteckt ist. Also schaut auch hier mal unter den Kommentaren rein, beziehungsweise auf YouTube, Facebook oder Instagram, da haben viele Leute noch was reingepostet. Finde ich toll. Aber jetzt geht es mal zum neuen Thema und das neue Thema heißt, verdammte Kacke, wie kriege ich denn nur meine Softboxen auf die Studiowand, dass sie schön aussehen und dass jeder sehr beeindruckt ist. Es ist ein sehr langes Thema und ich möchte jetzt einfach ganz kurz mal meine Softbox holen. In der Studiofotografie selbst nutzt man sehr gerne solche Softboxen. Diese Softboxen haben ebenso einen Bajonettverschluss. Der kann von Marke zu Marke unterschiedlich sein. Ich selbst nutze eben diese mit diesen drei Zapfen hier raus, damit die eben bei Valimax, bei Chimbay, ich glaube, es gibt sonst noch ein paar Marken, die das auch nutzen. Ihr baut das aber für euch, deswegen geht einfach mal ganz kurz in euer Studio, schaut mal, was habt ihr selbst für Adapter hier hinten oben. Ihr müsst auf jeden Fall einen dieser Adapter mal runterbauen, damit wir hier das alles schön vermaßen können. Und dann gehen wir mal auf die Lösungsmethoden ran. Wie schaffen wir es, dass wir Softboxen direkt schön aufgrund dieses Adapters an unsere Studiowand oder vielleicht Decke montieren können, dass sie uns nicht im Weg sind, obwohl sie aufgebaut sind.
Ich nutze heute verdammt lange Sätze. Ich habe auch kaum Luft und Sauerstoff. Ich würde mal sagen, ich zerlege mal das Teil und dann sehen wir uns gleich wieder. Im Idealfall haben wir eben so einen Ausschnitt in einer Platte und können dann das Teil hier quasi reinstecken, kurz umdrehen und dann hält es auch von alleine. Das wäre zum Beispiel ideal, wenn wir eine Wandhalterung haben. Das heißt, wir schieben das Teil rein, verdrehen es kurz und es hält dann fix an der Wand. Oder bei der Deckenhalterung ebenfalls. Es sollte auf jeden Fall in irgendeiner Form verankerbar sein. Ja, ich glaube, ich fahre jetzt mal in den Baumarkt und schaue mal, was es dort alles so gibt. Und ich darf nicht viel Geld ausgeben. Ich möchte einen Betrag von maximal Euro 3 pro Halterung ausgeben. Das wäre so momentan mein Ziel. Mal schauen, ob ich das schaffe. Also wenn Baumarktjobben glücklich macht, ich könnte dort ein Therapiezentrum eröffnen. Ich habe sage und schreibe momentan 2,98 Euro ausgegeben für folgende Dinge. Die zwei Teile hier, das sind sogenannte Muffen, also ein Muffenstopp, ein DN110. 110 schätze ich mal, wird knapp der Durchmesser sein. Dann haben wir noch einen HTB-Bogen DN100 mit 15 Grad. So, was habe ich mit dem Zeug vor? Übrigens, Schnur hatte ich selbst noch zu Hause, die wollte ich haben. Diese drei Winkel hatte ich auch, Nieten gab es auch und von einem alten Kleiderbügel gab es auch diese Stange noch. Im Prinzip brauche ich nur ein Stückchen Holz und das haben wir hiermit ebenfalls. Drei Methoden möchte ich euch zeigen. Versucht selbst herauszufinden, ob eine dieser drei für euch relevant ist. Die wohl einfachste und angenehmste Methode ist vorab mal die hier. Diese Muffen haben hier drinnen einen Gummi. Und der Vorteil ist, der geht hier genau rein. Im Baumarkt sah es so einfach aus. Am besten mit seiner Muffe in den Baumarkt gehen, also mit seiner Muffe, mit diesem, ja, ich nenne es jetzt auch mal Muffe, mit diesem Bajonettanschluss, ja, im Baumarkt gehen und dann einfach mal schauen, passt irgendwas zufällig gerade so rein. Die gab es jetzt in gerade, aber auch in geknickt. Meine Idee ist jetzt folgende, ich habe jetzt keine Wand, aber nehmen wir an, das ist unsere Wand, ja, das Teil wird hier so rauf montiert. Hängt meine Softbox etwas schiefer an der Wand und da die Softbox ja nicht so gerade zurückgeht, sondern irgendwie so aussieht oder auch nach vorgeht, ideal. Unter Umständen ist die Muffe sogar ein bisschen zu lang. Dann müsste man sie einfach hier mit der Säge einmal abschneiden. Wie kriegen wir die jetzt an die Wand ran? Dazu hätte ich jetzt eben hier diese Methode gehabt mit drei kleinen Winkeln hier rundherum Löcher bohren. Dann die Teile hier rein und fertig ist das Teil und dann kann schon mit Dübeln an Rigipswände oder Holzwände montiert werden. Einziger Nachteil dieser Methode ist, an der Decke bringt es euch nicht viel, denn wenn das Teil an der Decke hängt, kann es durchaus sein, dass auch mal eine schwere Softbox hier irgendwann mal wieder rausgeht. Das heißt, das ist ein Steck- und wir nennen es Gravitationshaltungsgerät. Weil die Gravitation sich hier drin ein bisschen verkeilt, also dank der Gravitation verkeilt sich die Softbox hier ein bisschen drinnen. Und ja, das Teil hier, das wird ein bisschen komplizierter. Jetzt muss ich das mal putzen, weil das ist irgendwie ein bisschen dreckig. Die haben mir hier Dreck verkauft. So, da habe ich auch einen Bleistift. Ja, alles hier. Meine Idee an der ganzen Geschichte wäre jetzt, das Teil passt hier genau drauf, aber diese kleinen Absätze hier, die passen eben nicht rein. Das heißt, ich werde jetzt hier sogenannte Widerhaken reinschneiden. Jetzt stellt sich die Frage, mit was ich das mache. Ich könnte den Dremel nehmen, aber mit dem Dremel werde ich auch nicht so weit reinkommen. Ja, ich überlege mir das, da müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Ich habe jetzt in spätestens 10 Sekunden die mega tolle Lösung, obwohl ich eigentlich 2 Stunden lang getüftelt habe, wie ich das jetzt mache. Aber ich kriege das hin, versprochen.
Vielleicht denkt ihr euch, ja, wenn er das jetzt sägt, muss er das mit so einem Kreppband abwickeln, damit das dann schlussendlich nicht ausfranst. Nein, das ist einfach nur, damit ich meinen scheiß Bleistift hier sehe. Ich habe keinen Bock jetzt hier irgendwo einen Kugelschreiber zu suchen. So, Schritt für Schritt mache ich das jetzt hier. Das kommt weg. Erkennt man das hier im Licht? Ja, ich hoffe. Ja. Jetzt könnte man natürlich so eine Bucksäge oder Laubschwanz. eine Laubsäge oder einen Buckschwanz nehmen. Laubschwanz ist gut. Aber das ist total. Ich habe das hier. Ja. Ich habe mit dem noch nie gearbeitet. Wir werden das aber jetzt ausprobieren. Das klappt bestimmt. Okay, ich muss einsehen, es gibt wahrscheinlich bessere Möglichkeiten, weil ich komme da nicht um die Kurven rum. Ne? Ich habe jetzt mal den groben Einschnitt, habe ich jetzt. Ich möchte das nicht feilen müssen alles. Aber dadurch, dass das BVC hier doch sehr, sehr stabil und hart ist und ich das Ganze dreimal machen muss, überlege ich jetzt wirklich, heißer Draht könnte möglich sein. Ich nutze doch den kleinen Dreh. Irgendwo habe ich so einen Fraser. Ich glaube, der ist gut. Das ist der Brandon Fraser unter den Frasern. Haha! Haha! Das könnte was werden. Das Einzige, was ich jetzt schaffen muss, ist, alle anderen genau an dieselbe Stelle zu bringen. Und so wie ich mich kenne, vertue ich mich genau bei der Geschichte jetzt. Schickimicki. Ja, dafür, dass ich es freihand gemacht habe, dürfte jetzt nicht meckern, oder? So, soweit fertig. Ich denke, das Teil wird jetzt einfach dann getestet. Aber ich habe noch eine dritte Variante für euch. Ich habe eigentlich noch mehrere, aber vielleicht gibt es ja mal ein Update zu diesem Video. Oder beim nächsten Video einfach mal eure Tipps und Tricks, wie man die Teile aufhängt. Und Leute, es kann auch durchaus sein, dass man die Teile einfach wieder zerlegt, bevor man sie dann wegräumt. Jetzt habe ich aber eine Geschichte, stelle ich im Kopf, und zwar, was tun, wenn ich eigentlich gar keine Wand habe, wo ich meine Softboxen dran montieren kann. Soll es ergeben, dass einer so ein kleines Studio hat. Vielleicht hat er aber ein hohes Studio. Und da wäre es natürlich ideal, wenn wir es irgendwie schaffen, an die Decke ran oder diese Softboxen zu montieren. Und da kommt jetzt eben dieser kleine Stab ins Spiel. Der hat jetzt eine Länge von Scheiß drauf und eine Dicke von total egal. Denn wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen uns vorstellen, ab hier geht die Softbox nach unten. Ja? Ich möchte mit euch jetzt ein X bauen, das zu einem I zusammengeschoben werden kann, um es dann wieder zu einem X aufzubereiten. Verstanden? Ne? Geil. Fangen wir mal einfach an. Also so ein Dremel, das ist schon was Geiles. Das ist mein Lieblingswerkzeug, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja? Der ist auch im Haushalt sehr gut, mit dem kann man Bananen schneiden. Das geht gut. So. Apropos Bananen, geht eine Frau zum Arzt und sagt sie, Herr Doktor, jedes Mal, wenn ich pinkel, da fallen da unten Briefmarken raus. Und untersucht sie der Doktor und sagt, das sind keine Briefmarken. Das sind die Aufkleber der Chiquita-Banane. So, wir müssen jetzt hier ein Loch machen. Ich hoffe, keine Kinder schauen zu. Kennt ihr den Trick, wenn man nicht weiß, wie groß der Dogs ist, dass man den findet da drinnen? Ich nicht, also ich... Ich fahre hier immer so auf so ein Teil drauf und schau, passt. Oh, der passt! Erster hat gepasst, wunderbar. Ihr müsst genau so etwas bauen. Das ist jetzt ein I und kann zu einem X geformt werden. Denn Sinn und Zweck der ganzen Geschichte wäre jetzt, eine Schnur zu nehmen. Auch das wird jetzt einfach nur schnell gemacht. Ja? So. Und jetzt kann ich das Teil hier zusammenschieben. So. In die Softbox reinfädeln.
wieder aufziehen, dass ich hier quasi hier dann X habe. Damit sperrt das hier alles. Und dann kann ich meine gesamte Softbox inklusive Gewicht nach oben ziehen. Das heißt, oben, ja, ist ja klar, jetzt oben an der Decke eine Öse rein. Da kommt er durch. Und am Ende, da schreibe ich dann drauf, was für eine Softbox dran hängt. Weil unter Umständen habe ich auf meiner Decke 10 Softboxen hängen. Und alle gehen zu einem Strang und da hängt im Prinzip dann drauf und steht oben 60 cm Deep Octa Beauty Dish oder was der Teufel was. Lasse ich das runter, hole es wieder raus, ziehe das einzige Schnürchen da hoch. Habe ich schon mal gesehen, beim Fotostudio funktioniert wunderbar und meines Erachtens nach eine der schnellsten Methoden. Das heißt, wir gehen jetzt mal ins Studio und testen mal, den muss ich noch fertig bauen. Diese Geschichten und schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Wir melden uns in Kürze. Also ein klein wenig stolz bin ich ja dann schon, dass das funktioniert hat. Wir haben jetzt hier beide Montagehalterungen, eine schon in Funktion, dass ihr seht, dass es funktioniert. Das ist im Prinzip die mit dem Bajonettabschluss, wo ich hier eben reindrehe. Das heißt, ich zeige es dann nochmal im Detail. Das Teil wird hier einfach nur aufgesetzt und dann eingedreht und zack, hält die ganze Geschichte und zwar äußerst gut. Das mit ein bisschen mehr Abstand, damit ihr auch was erkennt, wird hier auch noch gleich gezeigt. Aufgesetzt und hält auch. Und das ist eben das, wo die Neigung ein bisschen nach oben geht. Das heißt, man kann darunter auch noch schön gehen, beziehungsweise wenn man sie hoch genug setzt oder andere Elemente einbauen. Aber auch hier sei gesagt, ihr habt gesehen, beide Anschlüsse, die ich habe, sind von unterschiedlichen Herstellern, sind so ein bisschen unterschiedlich, was die Distanz angeht. Das heißt, von dieser Softbox her passt es nicht so ganz rein, man muss richtig reindrücken, bei der anderen schwupps richtig rein, was auch ganz toll ist und ja, es geht hier auf jeden Fall auch. Was sollst du ganz genau bauen? Ich zeige nur, wie es ungefähr geht. Das ist unsere Fliege da, ich habe das jetzt hier nur so obligatorisch festgemacht, aber nochmal, das Teil wird hier einfach zusammengequetscht. In die Softbox reingesteckt, aufgezogen, so. Und jetzt hält das und jetzt kann man eben das hier an der Wand irgendwo befestigen, hochziehen und das Teil hängt dann oben irgendwo an der Decke, was eben auch wunderbar funktioniert. Und jetzt sagt nicht, ihr habt noch 100 andere Ideen, wie man das Ganze an Wände befestigen kann. Falls ihr welche habt, lasst es mich wissen, schreibt einfach unter dem YouTube-Kanal oder unter meinem Blog hier einfach rein, was euch gefällt. Was euch nicht gefallen hat, was ihr besser machen würdet oder anders. Ich bin da voll für Kritik offen. Das sind jetzt mal die drei Methoden, die ich verwenden würde. Bin gespannt, was ihr so draus macht. Falls euch dieses Video gefallen hat, ich habe schon mal erwähnt, hier einfach mal liken bzw. den Kanal abonnieren. Oder schaut euch auch die anderen Videos an. Es sind schon ein paar online, die mit solchen Themen wie wir basteln was für unsere Werkstatt oder für unser Studio hier ja, zu tun haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Strike over.